Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ein spannendes Thema. Ich gehe mit euch den Lennartz und Partner Viewer durch für die ABS-Dateien, also für die BVBS-Schnittstelle. Und wie es der Zufall so will, ich drehe das Video wirklich komplett ab und schicke es an den Cut-Prozess in mein Videoschneidprogramm. Währenddessen ruft mich ein ehemaliger Kollege an, der auch eine Biegemaschine besitzt, und den habe ich dann gleich abgefragt, was er von dem Viewer hält. Der hat mir gesagt, für Ingenieure, für Bauzeichner perfekt, aber für ihn, für das Biegewerk, ist das Problem, dass er nicht eigene Eisen noch zusätzlich eingeben kann, dass er dann sagt, die möchte ich noch zusätzlich gebogen werden. Also es ist und bleibt ein Viewer. Auch mit der Pro-Version sollte das anscheinend nicht möglich sein, da kann man nur die Stückzahl verändern. So viel vorweg und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und wenn ihr Einbauteile braucht, natürlich zu www.supports.de oder www.subgrade.de. Und jetzt geht's los. Like nicht vergessen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder ein sehr spannendes Thema aus meiner Sicht. Heute geht es um die BVBS-Richtlinie und damit die Schnittstelle der ABS-Datei. Für mich ist das BIM der Tragwerksplaner, das noch zu wenig im Einsatz ist. Also ich bin wirklich selber drauf gestoßen worden. Wir bedenken, wir Tragwerksplaner, wir sind eigentlich im BIM-Modell die Bewährung schuldig, wenn man es jetzt ganz grob sagt, weil auch das Tragwerk hat ja meistens auch der Architekt in seinem Modell mit drin. Natürlich kann man auch das Tragwerkmodell des Tragwerkplaners oder ja, des Ingenieurs auf Kollision prüfen mit dem Architekten und schauen, ob da Differenzen da sind, ganz klar. Man kann natürlich auch die Bewährung hochladen und da Kollisionen prüfen. Auch das ist möglich, klar. Aber ich glaube, der größte Mehrwert aus dem 3D-Produkt der Bewährung ist es, wenn diese Bewährung als Schnittstelle, als Datei an das Biegewerk geliefert werden kann. Ja, der Tragwerksplaner selber hat keinen großen Vorteil, außer es wird natürlich vergütet, wird es aber nicht. Aber der BIM-Gedanke ist ja die Zusammenarbeit. Und es könnte ja ein positives Profil der Ingenieurbaufirma geben, wenn man sagt, hey, wir machen das ausschließlich mit ABS-Dateien. So, was ist das Ganze und wie schaut es am Ende aus? Ich habe mir wirklich jetzt, 2 Minuten bevor ich dieses Video gestartet habe, den Viewer heruntergeladen von Lennartz und Partner. Link in der Beschreibung. Dort gibt es einen kostenlosen Viewer und eine Premium-Version. Ich habe jetzt den kostenlosen Viewer heruntergeladen und möchte einfach mal schauen, was kommt denn da an. Und das, damit ihr das nicht tun müsst, gibt es dieses Video. Ich habe mir dazu ein Projekt ausgesucht, das ist jetzt in der Version 21 bei mir erstellt worden. Warum? Weil ich hier halt ziemlich viele Biege-Eisen habe. Da musste ich sehr viel mit Fundamenten spielen. Hier sieht man die Bewährung. Genau, und hier hatte ich sehr viele verschiedene Arten und ja, viele Positionen für Fundamentplanung, sage ich jetzt mal. Und genau deswegen möchte ich das mal jetzt übergeben und dann schauen wir mal, was rauskommt. Also, wir geben jetzt einfach mal an, erzeugen Ingenieurbau Rundstahlbewährung und jetzt gehen wir auf Biegemaschine. Biegemaschine? ABS-Formdatei. Okay, ich gehe davon aus, dass das jetzt erstmal mein Zielort ist, bei den Dokumenten, okay. Und die Datei soll heißen, ja, ich nenne sie jetzt Fundament Bauabschnitt 1-1, also ich möchte jetzt keinen Punkt dazwischen setzen, Fundament Bauabschnitt 1-1, genau. Für jede Montagegruppe eine gesonderte Biegeformdatei erzeugen oder Inhalt der Montagegruppe in Biegeformdatei einfügen. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Die Montagegruppe. Ist eine Montagegruppe sozusagen ein Saumbügel jedes Mal? Das könnte sein, ne? Und dann gerade Eisen? Oder unterscheidet es nur zwischen geraden Eisen und gebogenen Eisen? Kann alles sein. Schauen wir uns mal. Projekt, in dem Fall nenne ich es YouTube-Projekt. Zu Plan haben wir 001 und Index war 0.
weiter. Und anscheinend war es das. Also, was habe ich für Teilbilder aktiv gehabt? Ich hatte meine Bewährung und meinen Schnitt Teilbild an. Okay. Und jetzt holen wir uns den Viewer. Hier schon geöffnet. Also, ich habe noch gar nichts damit gemacht. Noch nicht eine Datei damit eingelesen. Auch keine Optionen hier eingestellt. Wow, warum wird das so weltartig mit diesem Button? Crazy. Wenn man sich dafür entschieden hat. Gut. Habe ich noch nie gesehen. Ist immer was Neues, ne? Dokumente. Hier habe ich die Fundamente BA11. Wunderbar. Einlesen. Cool. Coole Sache. Jetzt sind wir schon mal hier. Wie viele Positionen haben wir? Aber die sind jetzt gar nicht sortiert nach Positionsnummer. Können wir uns aber... Aha. Erstes Anzeichen. Wir haben nicht 001, 002 und so weiter und so fort, sondern wir haben jetzt erstmal Position, wenn wir es nach Position sortieren, 1, 10, 11, 12, 13, 14 und so weiter. Und dann kommt die 2, 20, schon mal der erste Effekt. Ne? Muss man erstmal drauf kommen oder sehen. Habe ich hier einen Report, natürlich. Natürlich habe ich von 1 bis 9 auch Positionen. Okay. Gut, dann geht's. Gut, weil ich hier bei 35 ende, geht es weiter mit 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt vergleichen wir mal, was ist denn, ist da irgendein Unterschied zu den Positionen in Allplan? Ich klicke mal 1 an und jetzt sehe ich die Biegeform. Okay, ich habe einen Haken von 11 cm gewählt. 85 cm auf 58, 85, 58. Das muss der Biegemann schon gar nicht mehr, oder Biegefrau, schon gar nicht mehr eintippen. Cool, das scheint wirklich identisch zu sein. Was ist hier? Length ist 3,08 Meter. Ja, Einslänge auch hier 3,08 Meter. Quantity haben wir 84. Also hier Pieces 84. Wichtig. Ich gehe davon aus, dass das das Gewicht ist. Ist das das Gesamt? Hier steht 102,19, hier steht 1,2. Okay, wir holen uns den Taschenrechner raus und schauen, was es auf sich hat. Rechner. Hierher. Also, wir haben die 1,2 mal 8, 4 Stück, kommt 108 raus. 100,8. Hier 102. Weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Okay. BP 32, auch gar keine Ahnung. BP Bending Pin, keine Ahnung. Great Durchmesser, klar. Achter, wunderbar. Weight wiegt eines jetzt. Okay, aber warum kommen wir auf ein anderes Gesamtergebnis? Könnte es sein, wenn wir jetzt die Position 1, ich mache mal mit den Funktionen Ingenieurbaum. Teilauszug, dann hole ich mir den Filter, Positionssumme 1, okay, und hole das Ganze mal hier vor. Wir messen jetzt, von hier nach hier sind es genau 11, okay, super, von hier nach hier 58, ganz genau. Von hier nach hier 85. Oh. Ja klar. Ist ja aufgebogen. Schauen wir mal, ob wir hier 85 haben. 84,9. Okay, das könnte natürlich. An was liegt es, dass das Gewicht anders ist? Wir machen Folgendes. Wir kopieren uns Position Nummer 1 einmal raus. Wo ist sie? Okay, hier. Kopiere mir einmal hier, kopiere mir nach draußen, das sehe ich jetzt hier. Wie viele haben wir hier? Fächer 1, 8, okay, cool. Ich mache jetzt hier eine neue Position, neue Positionssumme. Wir machen hier die 99 draus. Ich möchte den Gesamtauszug der 99 haben, okay. Und jetzt auch ein Report. Nee, Moment. Legende Rundstahl von der Position 99 alleine. Hier ist die Masse mit 1,22. Viewer her.
Okay, hier ist Wait 1.2. Rechner. 1.22. Jetzt mal 84. Dann kommt die 102,48 raus. Okay, jetzt macht es Sinn. Das heißt, wir können uns in die Kerbe schlagen. Das passt vor der Masse her. Da bin ich mir ganz sicher, weil ich nicht ganz genau 85 gehabt habe, sondern 84,9. Und dann passt die Masse auch wieder überein. Das sind wirklich Nuancen, wo das jetzt von der Masse her anders ist. Aber wir wissen jetzt schon mal, okay, hier wird einfach auf eine Stelle nach dem Komma nur angezeigt. Gut, was ist denn das für ein Riesending? Das wiegt 650 Kilo. Eins? Never. Halt, ach, das Position 14, Moment. Okay, da muss ich aufpassen mit der ID und der Positionsnummer. Interessant. Ah, laufende Meter. Laufende Meter. Klar. Das macht Sinn. Hier. Ja, klar. Gut. Haben wir das auch geklärt. Hier sind die laufenden Meter. Gut, was will das Biegewerk mit laufenden Meter? Gell? Das ist die andere Frage. Und hier haben wir noch SB8, 10 und 12. Crazy, hey. Okay, aber der Viewer ist ziemlich cool. Also wenn man wirklich anschaut, was ist denn das Ergebnis? Und ich habe gehört, dass diese ABS-Datei auch in manchen Abrechnungssystemen eingebaut werden kann. Sozusagen kann man dann die ABS-Datei hernehmen und man muss nicht nochmal diese Zahlen eintippen zum Abrechnen. Was können wir denn hier noch einstellen? Roundings. Ja, wir möchten Rundungen haben. Die Idee, super! Jetzt wird ein Schuh draus, oder? Cool. Hey, da kann man wirklich noch alles einstellen. Das ist wirklich Verdana. Jetzt schauen wir mal, ob es Monte Serrat gibt. Warum? Weil das meine Schrift ist. Cool. Gibt es Zylinder? Green. Okay. Jetzt haben wir jetzt wirklich eine Rundung? Rundär würde ich sagen, aber Rundung ist es jetzt nicht angezeigt wird, oder? Rundungen. Lappungen hervorheben. Machen wir das auch rein. Ah, cool. Hier, okay, hier gibt es eine Überlappung. Ja, cool. Also wirklich, ich finde den Viewer gar nicht schlecht. Ich finde, da kann man wirklich nochmal nachkontrollieren, was hat man denn alles ausgegeben. Vor allem die Positionsanzahl, sage ich jetzt mal. Ich soll ja wenigstens eine ABS, wenn ich jetzt einfach auf Speichern gehe, weiß ich gar nicht, was ich abgeliefert habe. Hiermit, mit dem Viewer, weiß ich, okay, so viele Positionen, ich kann das Gesamtgewicht vergleichen. Das können wir jetzt auch mal machen. Und dann können wir schauen, hey, habe ich jetzt vielleicht ein Teilbild zu viel eingeschaltet gehabt oder zu wenig? Solche Fehler passieren. Also, da muss jetzt, also jetzt wird ein Problem auf den Konstrukteur verlagert, der vielleicht etwas falsch eingeben könnte. Okay, wir haben jetzt hier wieder, ich weiß gar nicht, warum gibt es hier drei verschiedene Zahlen? Anzahl Positionen 1, das könnten die laufenden Meter sein, aber auch nicht wirklich, ne? Rechner, her mit dir. Wir geben ein 546,78 plus 177,696 plus 1517,984. Gesamtergebnis 2242,46. Also knapp daneben, hey. Warum kommt da ein anderes Ergebnis leicht raus als hier? Ich bin der Überzeugung, dass hier sozusagen die Werte aufgerundet werden, dass 35 wirklich 35 sind und wenn ich in Allplan 34,98 erstellen lasse, dann sind es halt einfach nur 34,98. Also bei der ABS-Datei aufpassen, dass man wirklich die Betondeckung einhält, dass man runde Maße macht. Also den Fehler schiebe ich jetzt weder auf Allplan noch auf Lennart zum Partner, sondern den schiebe ich jetzt auf mich. Ich habe die Bewährung hier gemacht und hätte ich vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollen. Aber manchmal liegt es auch am Modell, das man erhält vom Vorgänger.
In dem Fall warst du Architekt. Genau. Aber cool, hier sieht man auch das Projekt dazu. Also starkes Ding, finde ich, einen super Viewer. Hat mich auf jeden Fall überzeugt. Aber was sind noch die Airfit? Keine Ahnung. Schauen wir mal. ID. Was ist ID? Warum ist die Position 2 vor der 1? Das ist jetzt noch ein Ding, das schaue ich jetzt noch. Warum könnte das sein? Ich lasse mir mal die Position 2 filtern und die Position 1. Schauen wir mal. Warum ist die Position 2 an erster Stelle? Aha. Ich hätte jetzt was anders gedacht. Ich hätte mir gedacht, dass die Position 2 am ganz linkersten, obersten Rand ist, dass sozusagen wie bei der Schreibmaschine einfach alle Positionen gesucht werden. Was kommt zuerst? Bla bla bla. Ne? Jetzt möchte ich noch anschauen, vielleicht ist es die Alright Einbauteil. Einbauteil-ID. Bin zu sehr bei den Einbauteilen. Ah ja, genau. Wenn ihr jetzt gerade Einbauteile sucht, bei den Subparts, nachschauen. Ja. Bauteil-ID 1070. Okay. Und was ist die Position 1? Aber das kann jetzt eigentlich auch nicht sein, weil jedes Eisen müsste eine eigene Allright-Einbauteil-ID haben. Oder eine eigene ID. Hier 96.041. Okay, an was die ID gemessen wird, habe ich leider keine Ahnung. Wenn es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare. Das war es erstmal von meinem Video. Also, ABS-Dateien in Zukunft. Wenn euer Vorgesetzter gar nicht weiß, was es ist, ihm vorschlagen, hey, wir wollen das mitliefern. Das ist ein Mehrwert für unsere Firma, dass wir sagen, von uns bekommt ihr automatisch die ABS-Datei mitgeliefert. Dann aber auch der zugehörigen Schnittstelle, zum Beispiel wenn es der Bauträger ist oder der Architekt, bitte darauf hinweisen, dass der das weiterleitet an das Biegewerk. Ansonsten macht ihr euch umsonst die Arbeit. Habe ich auch in den Kommentaren auf LinkedIn schon gelesen. Das wollen wir natürlich nicht. Und dann gibt es auch, dieser Standard wird in der Schweiz angeblich als Standard vorausgesetzt. Also in der Schweiz sind die schon so weit, dass die sagen, du, das gibt es bei uns gar nicht anders. Und von dem her, ja. Und was der Unterschied hier unten ist, das möchte ich jetzt auch... Ah, bin ich bescheuert, oder? Durchmesser 8, 10, 12 sind automatisch die Gewichte aufgedröselt. Ja, wie cool ist denn das? Ja, wirklich, wie cool ist denn das wirklich? Wahnsinn. Ja, jetzt wäre es noch cooler, wenn ich diese ABS-Datei in Excel-Form rausgeben könnte. Weil dann kann ich es weiterverarbeiten und könnte sagen, okay, bei dem Projekt, in dem Plan habe ich so viel Eisen gebracht oder im Gesamtprojekt und, und. Da könnte man sich ja wieder eine Datei anlegen oder ein Speichersystem der Extraklasse. So, jetzt habe ich zu viel gelabert. Probiert es einfach mal aus. Link ist in der Beschreibung. Daumen nach oben. Teil mit euren Kollegen und bis zum nächsten Mal. Euer Subgrid-Team.